Ja, die Türen sind inzwischen fertig. Ich habe alle Scheiben komplett neu eingekittet, die fehlenden Scheiben ersetzt. Dann natürlich alles geschliffen und geölt. Jetzt geht es darum, die Zarge herzustellen. Es gibt ja im Prinzip also drei Möglichkeiten. Eben man baut einen Futterrahmen, einen Blendrahmen oder Blockrahmen. Hier aufgrund meiner Begebenheiten hier am Gebäude, wo ich den Anschlag ja außen an der Mauer habe, habe ich eigentlich so eine Kombination aus Blockrahmen und Blendrahmen. Also an der Außenmauer kommt eben der Block sozusagen hin und an den anderen Seiten der Blendrahmen. Die Hölzer für den Türrahmen habe ich inzwischen zugehobelt. Ich habe eine Stärke von 50 mm. Die sollte also auch mindestens bei Türen im Innenbereich 45 mm sein. Breite 55 mm. Ich habe relativ wenig hier, weil ich eben möglichst nah an meine Außenmauer ran will. Denn sonst müsste ich meine Türöffnung noch verbreitern und das ist natürlich noch aufwendiger. Denn die Tür muss ja auch irgendwie da vernünftig reinpassen. Also die Breite ist individuell machbar, je nachdem, ob man vielleicht noch ein Profil hier anhobeln will oder anderweitig diesen Türrahmen verschönern möchte. Wichtig ist natürlich jetzt die Verbindung von dem Querholz zu den Längshölzern. Normalerweise mache ich hier eigentlich so eine Schlitz- und Zapfenverbindung, aber damit Sie das auch herstellen können, ist vielleicht mal angebracht, hier mal eine Dübelung zu zeigen. Denn diese Verbindung ist ja nicht sehr belastend, sondern hier wird ja eigentlich der Rahmen ist ja fest an der Mauer festgedübelt und das Querholz reicht eigentlich nur für den richtigen Abstand, damit die Tür ja richtig reinpasst. Von daher ist also reicht eine Dübelung eigentlich wirklich vollkommen aus. Ist auch wirklich dann einfacher herzustellen. Schauen wir uns mal den Bereich Türblatt, Türrahmen an. Die alten Türen haben in der Regel eigentlich einen Falz hier. Wenn ich jetzt meinen Türrahmen hier ganz einfach einbauen würde, ohne große Probleme, dann würde ich einfach hier das Holz hier so ansetzen. Das ist hier, dann hätte die Tür nur halt den Türfalz. Aber in der Regel ist eigentlich so ein Rahmen, hat auch der Rahmen noch einen Falz. Dadurch habe ich natürlich einen Doppelfalz. Dadurch ist natürlich auch relativ dicht das Ganze. Das sollte man also schon machen. Und das ist auch gar nicht so aufwendig. Was hier eigentlich immer meistens vorgegeben ist, ist der Falzbreite hier des Rahmens. Das sieht man hier schon, da habe ich jetzt 11 mm genommen. Das ist also in der Regel 10 mm plus 1 mm Luft. Ich muss ja ein bisschen Luft hier lassen, das soll ja nicht ganz dran. Zumal so eine Tür ja ohnehin nicht immer so exakt gearbeitet ist. Da kann sein, dass man sogar noch mal ein bisschen nachhobeln muss. Also 10 mm plus 1 mm Luft. Für Leute, die das doch jetzt auch noch mit einer Dichtung versehen wollen, wie hier jetzt zum Beispiel, habe ich eine Dichtung, was aber eigentlich nicht nötig ist im Innenbereich, dann würde ich den Falz auch mindestens so 13 mm machen. Sonst passt nämlich die Dichtung, na gut, jetzt kommt es darauf an, welche Dichtung, aber das ist jetzt so eine gängige Dichtung, 12, 13 mm. Die hier eingebaut ist, dass das auch vernünftig dann hier passt. Dichtung heißt natürlich noch wesentlich mehr Arbeit, denn dann muss ich ja nochmal hier eine Nut hobeln, damit die Dichtung hier reingeht von 4 mm. Und natürlich muss ich auch dann die Tiefe, also die Breite ist ja vorgegeben, 13 mm, aber die Tiefe ist dann natürlich anders mit Dichtung, als wenn ich ohne Dichtung habe. Hier gebe ich jetzt schon die passende Falztiefe, nämlich natürlich vorgegeben durch die Tiefe, die hier schon an der Tür besteht. Muss natürlich auch dann entsprechend dann hier am
am Rahmenholz sein. Hier hätte ich jetzt eine Falztiefe an der Tür, ist so 17, eine 18 sogar. Da muss ich also hier an meinem Rahmenholz eine Falztiefe auch von 18, 19 haben. 1 mm Luft ungefähr, dass es hier so genau reinpasst. Durch diese zwei Falz habe ich also eigentlich wirklich schon eine Winddichtigkeit, die absolut reicht. Ich brauche hier also keine Dichtungen ein. Wenn ich nur meine Hölzer einfach felze, egal ob mit Kreissäge, mit Falzhobel oder mit der Fräse, dann sieht das so aus. Da wäre also hier ein Loch. So geht es also nicht. Ich muss hier also schon hier oben ein Stück rausnehmen. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. So wäre dann der Türrahmen, wie er sein sollte, mit Falz und ohne Loch. Vorher muss ich allerdings noch die Dübellöcher einbohren, denn das ist jetzt dann danach ist das ein bisschen schwierig. Und bevor ich die Dübellöcher bohre, muss ich erstmal mir genau das Maß jetzt abmessen, was ich brauche. Also abmessen, dann die Dübellöcher bohren und dann den Falz anhobeln oder sägen. Ich erwähnte ja schon die Stärke des Rahmens von mindestens 45 mm. Aber dass natürlich auch die Breite entscheidend ist, zeigt sich hier, wenn es um die Bänder geht. Wenn ich hier zum Beispiel, kann ich natürlich das Band versetzen hier innerhalb des Rahmens. Das habe ich schon relativ weit rübergesetzt, damit ich hier möglichst nah an die Mauer bekomme bei mir. Und habe auch ein relativ wenig breites Rahmenholz genommen, eben 55 nur. So kommt es jetzt hier so an die Wand. Der Nachteil ist natürlich, dass ich jetzt, wenn ich jetzt hier so wenig Breite habe, dass ich natürlich diesen schönen Kloben gar nicht hier ansetzen kann. Das ist einfach zu wenig Platz jetzt hier. Das wird wahrscheinlich irgendwie hier klemmen dann. Dann hätte ich das ganze Band weiter rübersetzen müssen. Und damit natürlich auch den Rahmen breiter machen müssen. Aber es geht nicht immer alles. Hier werde ich auf jeden Fall, weil ich will ganz nah an die Wand, hier so einen Schraubkloben einschrauben. Das ist hier mein Kompromiss. Das haut also hier dann hin und ich komme sehr nah an die Wand. Wir kommen jetzt zu einer ganz entscheidenden Phase beim Bau des Rahmens, nämlich dem Ablängen dieses Querholzes. Es darf ja nicht zu kurz und auch nicht zu lang sein. Wenn ich das hier nochmal mit diesen Beispielklötzen hier anlege, so wird ja nachher, wird es ungefähr so der Rahmen hier an der Tür anliegen. Das heißt also, dieses Querholz geht bis hier zum Falz. Jetzt kann ich natürlich, der Falz geht ja rumherum um die Tür, von einer Falzseite bis hier messen, von der anderen, von hinten, komme ich auf 93,5. Das Problem ist, dass die Tür nur schon mal eingebaut war und dass das schon mal jemand gehobelt hat mit dem Simshobel. Dass es also auch nicht hier unbedingt winklig ist. Und ich brauche natürlich genügend Luft, sonst klemmt die Tür und ich muss noch jede Menge nachhobeln. Also verlasse ich mich jetzt nicht auf die 93,5, sondern mache lieber auf beiden Seiten mal schon mal die Längshölzer hier davor. Das habe ich auf der anderen Seite auch schon gemacht. Und ziehe das Längsholz mal hier so hoch. Und messe jetzt den Abstand zwischen den beiden. Winkelig. Da kommen wir auch so. Ja, gut, 93,6. Aber ich muss ja auf jeden Fall noch die Luft auf beiden Seiten dazu machen, dass es nicht klemmt. Also 93,8. Jetzt messe ich nochmal unten, ob wir da ähnliche Maße haben oder ob das sehr abweicht. Ja, da bin ich wesentlich weniger, nur 93. Aber wenn ich hier oben so weit auseinander bin, reicht das ja auf jeden Fall. Unten wird dann die Luft sowieso noch wesentlich mehr das sein. Also 1 mm will ich hier haben auf jeder Seite. Also bei 93,8 länge ich jetzt dieses Holz ab. Damit ich nun weiß, wo ich meine Längshölzer ablängen muss,
lege ich auch hier wieder mein Musterholz an. Das ist natürlich gut, wenn man so ein Musterholz hat. Dann geht es also ganz gut zu sehen. Denn da muss ich ja hier mit bündig sein. Mit diesem Teil hier außen. Das wäre jetzt so die Außenkante. Wenn ich jetzt nur mein Querholz habe, dann muss ich halt das so, wenn ich das hier im Falz anlege, muss ich dann halt hier, es käme ja dann nachher nach dem Ausfräsen oder Aushobeln des Falzes 11 mm weiter rüber hier. Das kann ich natürlich auch so machen, dann mache ich einfach, dass es hier im Moment jetzt 11 mm übersteht. Dann wird das auch genauso richtig. Gut ist natürlich, wenn der Fußboden schon drin ist, wo die Tür rein soll. Jetzt hätte ich nämlich dann hier genau die Fußbodenoberkante. Und unten lässt man in der Regel 7 mm Luft. Das heißt, ich gehe nochmal 7 mm herüber. Und habe dann das Maß, wo ich ablängen muss. Das mache ich jetzt natürlich auf der anderen Seite auch nochmal und dann habe ich gleich eine Kontrolle, ob das übereinstimmt. So, hinten bündig legen. Oh, das sieht ja gut aus. Das war wirklich Zufall. Das ist ja wie ein Strich. Das sind ein Strich wie, ja. Das weiß ich, wo ich ablenken muss. Kommen wir zur Dübelung. Mein 55 mm breites Holz werde ich mit 16 mm durchmesserstarken Buchendübelholz verbinden. So eine Dübelung kann man natürlich verdeckt durchführen, aber sie klappt sicherlich am besten, wenn man direkt mit einem 16er Bohrer hier vom Längsholz aus direkt in das Hirnholz des Querholzes bohrt. Wenn ich jetzt hier die Dübelmitte anreiße, dann gehe ich mal von jeder Seite 17 mm weg, weil es dann hier runter, auch von der Seite hier, und ich muss natürlich sehen, wo ich jetzt den Dübel hin, also jetzt in welcher Tiefe, also wenn ich jetzt mir das hier anschaue, das Holz, will ich natürlich nicht unbedingt jetzt hier oben reinkommen, weil ich da ja noch was absetze. Also sollte ich schon hier unten im unteren Bereich reinkommen. Das würde heißen, wenn ich da ungefähr die Hälfte nehme, sagen wir hier nochmal 32, also 16 ungefähr, bei 16 mm. So, jetzt habe ich mein Streichmaß hier auf 16 mm eingestellt und kann jetzt hier schon mal unten anreißen, damit ich weiß, wo ich bohren muss. So, ich denke, das direkte Durchbohren ist wirklich sehr einfach. Also ich habe jetzt einfach das Querholz hier in die Vorderzange eingespannt, gerade runter. Das Längsholz hier oben drauf, auch fest. Ausgerichtet so an der Kante der Hobelbank entlang, damit auch hier es eben jetzt winkelig alles ist und nicht irgendwie verdreht, windschief nachher. Und brauche jetzt ja nur noch mit meinem Bohrer hier durchzubohren. Es ist wirklich die Gefahr, dass man doch sehr schräg kommt vielleicht und dann das nachher Ausbrüche gibt, wenn man den Dübel einschlägt. Deswegen ist eigentlich ganz gut, so eine Bohrschablone zu haben. Das ist einfach so ein Stück Holz, das habe ich an einer Ständerbohrmaschine gebohrt. Damit weiß ich jetzt, dass es hundertprozentig winklig gerade runter geht. Wenn ich da meinen Bohrer einsetze, die Zentrierspitze hier auf meinen Punkt setze und jetzt erstmal hier ein wenig bohre, dann weiß ich zumindest, habe ich schon mal
eine gerade Richtung. So, jetzt kann ich natürlich, jetzt habe ich natürlich eine Führung und weiß, dass es gerade runter geht. Bevor man nun den Falz hobelt oder sägt oder fräst, ist natürlich ganz wichtig, nochmal wenigstens hier am Anfang etwas zu zeichnen, wo der Falz nun hinkommt, dass man sich da nicht vertut mit der Falztiefe und Falzbreite. Also das Falzbreite habe ich schon eingezeichnet, jetzt noch die Falztiefe hier. Denn auf der Säge wird es ja auch entsprechend angelegt, dass man da, wenn man sich da vertut, dann hat man natürlich ein Problem. So, das lässt es hinten auch noch. Und aus zeitlichen Gründen will ich jetzt den Falz mit der Tischkreissäge sägen, weil ich bin schon so viele Stunden mit der Tür dran, die muss jetzt endlich fertig werden, wo ich ja lieber mit Hobeln eigentlich arbeite. Aber ich habe auch schon gezeigt in einem anderen Video, nämlich dem Video mit Schlitz und Zapfen, wie man den Falz eben mit einem Falzhobel oder auch mit einem Simshobel anhobeln kann. Wenn man das an der Tischkreissäge machen will, dann ist natürlich notwendig, dass man ein versenkbares Sägeblatt hat, sonst funktioniert das ja nicht. Also ich habe jetzt erstmal so eingestellt, hier eben meine Falztiefe, also 18 und die Breite von 11. Da gehe ich jetzt erst mit drüber und dann drehe ich nachher alles und mache dann auf 18 mm breit und 11 tief. Und dann habe ich ja den Falz. Das war jetzt natürlich falsch angerissen auf der falschen Seite, denn das bleibt ja hier stehen. Also ja, so schnell passiert das. Man muss immer nochmal nachkontrollieren. Also ich muss natürlich hier hinten 11 absetzen. Die 18. Das Kennzeichen, was mal genau was weg muss. Da. Hier und eben der Bereich hier. Das bleibt stehen. So, Rahmen aufgelegt, vorher verdübelt. Meine Dübel sind so 8 bis 10 cm lang und ich habe sie hier noch nicht mal verleimt, weil meine Längshölzer wirklich sehr stramm in der Leibung festsitzen. Wie man hier sieht, bin ich vom ursprünglichen Plan, nämlich einen Blendrahmen zu machen, also den vor die Mauer zu setzen, etwas abgewichen, weil es mir dann doch nachher überhaupt nicht gefiel, als ich den Rahmen hier vor die Mauer gesetzt hatte. Habe dann eigentlich erstmal einen Mauerfalz hier noch hergestellt und in den Rahmen nochmal reingestellt. Habe dann aber auch gemerkt, dann kann ich ja die andere Seite auch noch wegmachen. Und habe dann jetzt hier wirklich einen reinen Blockrahmen, einen Blockrahmen, der eben hier in die Mauerleibung eingesetzt worden ist. Hätte ich natürlich vorher das geplant, dann hätte ich natürlich mein Holz auch viel breiter machen können hier an der Wand. Hätte schöne Kloben nehmen können. Jetzt habe ich ja nur diese Einbohrbänder. Aber so ist das eben manchmal, dass man dann nochmal sich umorientiert. Auf jeden Fall kann ich mich jetzt hier jeden Tag an einer schönen Tür erfreuen. Es war natürlich sehr zeitaufwendig und man braucht wirklich viel Geduld, bis so eine Tür dann schließlich den Zweck erfüllt, den sie erfüllen soll.